geht's dann direkt zum Weinberg. Das passt dann ja. Ich hoffe, ihr konntet euch alle so ein bisschen erholen. Ich habe eben dann nochmal ganz schnell mit dem Kätzchen geschmust. So. De. Zum Weinberg sollten wir, ne? Ja. Mit beiden Quests? Nee, das ist nicht das Questblock. So. Ja, die beiden haben wir gefunden. Weiter Boden. Das lassen wir erstmal noch. Na dann, und Ero, hier sind ja da unten. So, da sind sie. Das standen wir auch eben schon vor. Danke, Hybrid. So. Hallo Eladan. Ich bin sehr froh, dass ihr noch nicht aufgebrochen seid. Ich fürchtete schon, dass wir zu spät sind. Die Gesichter von Eladan und Ero hier sind voller Sorge. Im Eret Luin sind böse Mächte am Werk. Der schreckliche Aret-Fürst Ivar hat böse Geister an den Leichnam des Zwergenfürsten Skorgrim gebunden. Nun glauben die Grimhans, ihr Anführer wäre wiedergeboren worden. Unsere Gegner sind entkommen und nun hat der Feind die Grimhans verführt, ihm zu dienen. Ero hier schaut Eladan mit einem wissenden Blick an. Wir müssen die Wahrheit sagen, Bruder. Als Vater vom Schatten im Osten sprach, meinte er Sauron, der dunkle Herrscher, ist erneut zurückgekehrt, Adariel. Der hat seinen Diener in die vielen Länder seines Reichs geschickt, um nach dem Ring zu suchen, den er verloren hat. Sollte Sauron den Ring wiederfinden, wird ihm keine Armee mehr gewachsen sein. Nun alles ist verloren. Schon bald werden die Völker dieser Welt in den Krieg ziehen, Krieg ziehen müssen. Und ich bitte euch, bleibt, um sie zu führen und die Länder von Mittelerde zu schützen. Ich werde ihre Verlangen von viel von euch, ich weiß, sie verlangen viel von euch. Und das auch noch kurz vor eurer Abreise. Aber ich würde euch nicht darum bitten, wenn unsere Lage nicht so ernst wäre. Diese Welt wird bald den Menschen gehören, aber dafür muss sie lange genug bestehen, dass die Menschen sie in Besitz nehmen können. Ich flehe euch an, bitte, werdet ihr bleiben? Ihr sagt Eladan und Ero hier, dass ihr beschlossen habt, in Mittelerde zu bleiben. Euch unter denen zu wissen, die sich Sauron entgegenstellen, gibt mir neue Hoffnung für die Zeit, die vor uns liegt. Ihr solltet den Leuten in Skellundim und den angrenzenden Ländern helfen, um eure Fähigkeiten für die Kämpfe zu schärfen, die uns sicher schon bald bevorstehen werden. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir euch an unsere Seite holen. Juhu! Masaki verneigt euch, denn jetzt bin ich hier. Masaki! Hallöchen! Wir beugen unser Haupt in Demut vor dir. Nee, freut mich, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ich beuge mich zwar von niemandem, aber einen Griff auf die Schulter bekommst du. Oh Mann. Warte mal, ich will einfach was essen. Aua, das Brötchen ist schon hart. Aua. Egal. Das passt schon. Das passt schon. So. Und dann dürfen wir jetzt in die Weinberge. Juhu! Bin gerade von einem Freund heimgekommen. Sehr schön. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Dann kannst du es dir jetzt noch ein bisschen gemütlich machen. Dich gemütlich hinflezen. Und noch ein bisschen mit uns Mittelerde genießen. Also, Herr der Ringe. Lothro. Oder wie viele Namen das Spiel noch besitzt.
mit uns über die Wiesen galoppieren, reißende Wasserfälle und Flüsse überqueren. Er ist ins Bett gefallen und ich nach Hause gegangen. Er verträgt einfach nichts. Tja. Da kenne ich aber auch eine Freundin von mir. Die hat auch nie irgendwas vertragen. Wobei, die war selbst schon von Energy, war sie betrunken. Wie sie das hingekriegt hat, weiß ich nicht, aber sie hat auf jeden Fall keinen Energy-Vertrag. Die hat sich mit Energy so aufgefühlt, als hätte sie doch 2 Pullen Wein und mindestens noch ein Uso getrunken. Also eine Flasche Uso. So hat sie sich dann bei Energy aufgeführt. Also, Ah, es ist das schön. Ich habe immer noch eine Katzenhaar irgendwo. Ich habe zu viele Tiere. Katzenhaar. Von Energy betrunken. Ja. Also, sie ist tatsächlich. Schlangenlinien gedacht. Wir dachten erst, sie verarscht uns. Wir dachten echt, die verarscht uns. Aber die hat dann so gereiert und da war kein Alkohol drin. Die hat gereiert, gelallt und hatte einen totalen Filmriss. Sie konnte sich nicht erinnern, was sie gemacht hat. Und das von Energy. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich dachte so, okay. Ja, komm, hör auf. Wenn du von Energy betrunken wirst. Ein Kohlkopf. Ich will den Kohlkopf haben. Ich will den Kohlkopf haben. Jetzt mache ich Diablo 2 Resurrect. Dann so und suchte noch was. Ja, sehr geil. Ich muss hier einmal vom Pferd runter. Ja, wir sind auch gerade am Suchten. Ich habe mal wieder Lotro ausgepackt. Beziehungsweise war eigentlich ja geplant, dass ich heute mit Kaya unsere Schafs weitermache. Aber ja, Kaya ist leider verhindert gewesen. Deswegen. Jo. Habe ich gesagt, gut, dann stellen wir einen neuen Char mit einer neuen Klasse, die ich zurzeit mega feier. Und ja, das ist sie jetzt. Was empfiehlt ihr denn für Anfänger an Klassen? Oh Gott, ich muss gerade erstmal überlegen, was. Ah, mein Kohlkopf. Also ich weiß gar nicht. Meine allererste Klasse war der Jäger, also halt Bogenschütze. Ich glaube, der ist relativ schwierig. Also ich könnte diese Klasse hier empfehlen, aber wie gesagt, die ist halt keine Standardklasse. Die wird. Muss man sich leider dazu kaufen. Oder halt erspielen. Durch die Punkte. Ich weiß nicht, Lautgraf, wenn du noch da bist, hast du vielleicht einen Tipp? Weil ich bin froh, dass ich gerade so halbwegs meine Klasse gefunden habe. Also ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch den Hauptmann. Den Waffenmeister, das meine ich in Waffenfuzzi mit 2 Schwertern in der Hand. Glaub, der ist recht anfängerfreundlich. Dann gibt es noch den Baden. Den Kundiger. Kundigen? Also der Bade ist auf jeden Fall ein Heiler. Oh, was gibt's denn noch? Waffenmeister. Wächter? War das ein Wächter? Ich weiß es nicht. Also ich würde dir ja an sich den Jäger empfehlen, aber den Jäger oder den Waffenmeister. Es kommt halt drauf an, was du spielen möchtest. Du hast dann ja bei den einzelnen Klassen, also ich glaube, du kannst fast jede Klasse als DD spielen. Tank und Heiler kannst du dir dann halt durch diese Spezialisierung quasi. Weil ich bin zum Beispiel ja auch hier bei dem Strang bin ich zum Beispiel Heiler. Wenn ich den Strang nehme, also jetzt darauf schalte, was ich jetzt natürlich nicht mache, weil dann habe ich wieder diese Ladezeit, dann wäre hier zum Beispiel Fernkampf-DD. Müsste ich mich mal durchsuchen. Also den Baden finde ich relativ schwierig. Also zumindest so mittelschwer. Es steht auch immer dabei, ob die Klasse relativ schwer, leicht oder mittelschwer ist. Ob das dann auch wirklich ist, die andere Sache. Ich
Aber in der Regel steht es dabei. Warte mal, ich kann einmal kurz gucken. Ich logge mich einmal nochmal ganz kurz hier aus. Ja, einmal sofort ausloggen. Der Waffenmeister ist auf jeden Fall DD. Stimmt, Schurke gibt es noch. Schurke ist DD. Ist aber oder angeblich relativ schwierig. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen Schurken gespielt. Der Hauptmann ist, meine ich, auch noch ein DD. Kann man aber, glaube ich, auch als Tank spielen. Der Waffenmeister müsste eigentlich auch DD sein. Wächter ist Tank, meine ich. Man kann mich gerne korrigieren. Ich weiß es halt leider nicht genau, wie die Spezialisierungen dann noch sind am Ende. Der Jäger ist, meine ich, reiner DD. Das hier ist, ja, Magier. Glaube ich auch reiner Magier. Der kann, glaube ich, auch nicht heilen. Aber ich glaube, mit dem Magier kannst du zum Beispiel Pets zähmen, also Tiere. Da hast du Tiere als Gefährten bei dir. Aber wie gesagt, steht halt hier, ob das einfach oder schwer ist. Aber inwieweit das halt wirklich so ist, liegt halt bei jedem selbst. Dann halt doch der Barde, der ist mittelschwer, ist reiner Heiler, kann man aber auch als, ja, ich weiß nicht, so eine Mischung aus als Heiler-DD spielen. Gut. Die beiden Klassen muss man sich halt erspielen. Habe ich Gott sei Dank beide. Den Runenbewahrer würde ich halt als so eine Mischung von Rotmagier so ein bisschen nehmen aus FF14, weil er halt Schaden austeilen kann mit Feuer, Blitz und so weiter und auf der anderen Seite aber auch heilen kann. Der hat halt beide Sparten und der Hüter kann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der auch Tiere zähmen kann. Da weiß ich es halt nicht. Ist aber, ich weiß nicht, ob das DD oder Tank ist, da weiß ich die Aufspaltung nicht. Ja gut, Beoringer gibt es da noch. Die können aber, glaube ich, auch nur die hier machen. Ja, Beoringer können nur das jeweils, glaube ich. Dazu müsste ich es aber erstmal freispielen. Die Stark-Axt. Wie gesagt, also Runenbewahrer, Hüter und Beoringer muss man sich, glaube ich, freispielen. Genauso wie Stark-Axt, Beoringer und Hochelb. Ich glaube, mit dem Hochelb kam der Runenbewahrer, mit der Stark-Axt der Hüter. Kann man den? Ah, nee. Umgekehrt? Ich weiß es nicht. Mit irgendwas kam da irgendwas dazu. Aber, ja. Ist halt wie in WoW halt diese Spalten, wo du dann sagen kannst, das machst du, das machst du, das machst du. Du kannst es aber halt auch immer wieder wechseln. Also wenn du zum Beispiel merkst, eine Spezialisierung ist nicht deins, dann kannst du halt auch sagen, okay, ich skill auf das andere. Die Punkte verfallen einfach nicht, du musst es dann einfach nur neu einsetzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will doch kein Heiler mehr skillen, dann kann ich halt rein DD skillen. Und du kannst halt auch in die Skillbäume rein gehen. Also wenn du zum Beispiel den Heiler spart, das kannst du trotzdem noch in die rote oder in die gelbe Fraktion mit reingehen. Und da deine Skills auch noch rausholen. Geht auch. Da verbrauchst du, glaube ich, nur mehr Punkte insgesamt. Aber du hast hier halt wirklich eine reine Erklärung. Du hast sogar, warte mal, das mache ich jetzt auch immer hier. Du hast sogar hier einmal so einen Film. Runenbewahrer beherrschen die Kräfte Wie uralter das Runen. erklären? Sie können Ein dank bisschen. der magischen Eigenschaften dieser geheimen Worte ihre Feinde mit Hilfe der Elemente bekämpfen oder auch ihre Verbündeten zur Fortsetzung der Schlacht motivieren. Also da hast du so eine leichte Erklärung. Und dann halt die Spielart. Hier ist halt wirklich alles erklärt. Ansonsten kann ich dir auch noch eine Seite sagen. Ich weiß nicht, inwieweit das auch da stimmt. Aber die benutze ich jetzt zum Beispiel gerade, um meine Klasse zu skillen. Warte mal. Da kannst du dir zum Beispiel angucken, was so an sich die besten Skill-Möglichkeiten sind. Kannst du dich einmal durchgucken. Das habe ich jetzt, wie gesagt, ganz oft benutzt, um zu wissen, wie ich meinen Runenbewahrer skillen möchte. Jede Klasse hat seine Schwächen und Stärken. Sage immer, guck, was dir liegt und womit du dich am besten identifizieren kannst. Dann hast du den meisten Spaß. Das stimmt, Masaki. So, jetzt konnte ich das nochmal nachlesen.
Denke, dann was man. Für mich würde das nach dem ersten Blick Waffenmeister oder Jäger in Betracht kommen. Also wie gesagt, Jäger habe ich auch schon gespielt. Jäger finde ich ganz cool. Weil allein wegen Bogen. Ich liebe Bogen. Waffenmeister habe ich auch gespielt. Kam ich persönlich nicht ganz damit klar. Bin ich nicht warm mit geworden. Ist aber so an sich, auch von der Rüstung her und alles, mega cool. Das müsste man selber mal testen. Da man nie den Spielstil von einem bestimmen kann. Das muss man leider selber herausfinden. Bei mir war es schon immer so. Egal ob WoW, FF14 etc. Immer Tank und Melee. Die Teiler waren nie so meins. Ja, wie gesagt, das ist halt wirklich unterschiedlich. Und du kannst halt auch wirklich so viel skillen. Ja, hier habe ich zum Beispiel auch meinen Baden. Mit dem Baden komme ich auch nicht ganz so klar. Das ist ja mein Hobbit. Dann habe ich hier einmal den Waffenmeister, den ich einmal ausprobiert habe. Den habe ich bestimmt auch gekriegt. Und dann halt zweimal hier Jäger. Das ist, mit dem Jäger spiele ich ja mit Kaya. Mein Boombara mal wieder Seite gespeichert, super. Ja, wie gesagt, die habe ich halt gefunden. Und ich fand die halt einfach echt cool, weil da halt wirklich genau beschrieben ist, was eine Klasse macht, was die besten Möglichkeiten sind. Und die werde ich jetzt halt auch weiter nutzen. Die habe ich jetzt hier auch die ganze Zeit offen. Und ja. So, bis jetzt sieht das Game nice aus und werde wahrscheinlich das Ganze mal antesten, die Tage. Wie gesagt, ist sowieso kostenlos, also du verschwendest da noch nicht mal Geld für. Du kannst es wirklich rein kostenlos spielen. Wenn du magst, kannst du Geld ausgeben. Wenn nicht, kannst du es sein lassen. Aber wie gesagt, du kannst es halt durch diese Punkte, durch dieses Punktesystem, die du dann halt auch im Shop hast, kannst du das halt wirklich rein kostenlos spielen. Braucht natürlich Zeit, wenn du das hier alles machst. Du kannst dir natürlich auch nur einzelne Punkte dazu kaufen, dass du jetzt halt, ne, nicht einen ganzen Batzen hast, sondern nach und nach das halt zusammensparst und dir dann quasi Add-on für Add-on für Add-on kaufst. Und wie gesagt, mit dem, was Lautra ja reingeschrieben hat, mit dem Code, hast du alle Aufgabenpacks dann. Das heißt, du brauchst nicht mehr diesen VIP-Status, den ich jetzt halt habe, um halt von Gebiet zu Gebiet alle Aufgaben machen zu dürfen. Weil ohne diese Aufgabenpacks kannst du, glaube ich, bis 30 ungefähr spielen. Ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem, wie man levelt. Und dann kannst du, glaube ich, bis 40 nochmal spielen mit allen Aufgabenpacks. Und ab 50 brauchst du dann quasi die Erweiterung für Moria. Das sind dann immer 10 Level pro Add-on. Also wie gesagt, das Spiel kannst du ganz normal runterladen, ohne was zu bezahlen. Du kannst es komplett kostenlos spielen. Und das finde ich halt so geil daran, dass du halt wirklich diese drei Möglichkeiten hast. Du kannst entweder, wenn du ganz viel Geld hast, kannst du für 50 Euro 7 Addons, glaube ich, kaufen. Kann ich auch einmal ganz kurz gucken. Ja. Ich ziehe einmal gleich ganz kurz Hybrid in Discord. Muss einmal nur ganz kurz. Ich bin gleich sofort für dich da, Herbert. Ich muss einmal ganz kurz die Seite suchen. Wo ich sehe, wie viel das nochmal waren. Ja. Jupp. Das. Ist das. Hup. Alles gut. Ich bin nicht hier, um es zu zeigen. Also. Neueste Erweiterung. Also. Wenn man auf der normalen Herr der Ringe Seite geht, kann ich mal gucken. Bitte erschreckt euch nicht vor den Preisen. Wir sind tatsächlich gerechtfertigt. Gut, beim neuesten vielleicht nicht unbedingt, aber wir sind tatsächlich gerechtfertigt. Mache ich einmal ganz kurz so und einmal so. Das ist jetzt, glaube ich, das neueste Add-on. Ja, die Preise sind horrende. Aber du hast halt, wenn du da die ultimative Fanbünde hast, hast halt wirklich viel drin. Du hast halt neues Pet, du hast
Oh, neue Skins, neue Pets, neue Zierwerke, Schriftrollen. Du hast alles Mögliche. PHGP Predator, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Dann hast du hier, ich glaube, das war das vorletzte Addon, Minas Morgul, das ist sehr, ich weiß nicht, warum es so teuer ist, aber ich habe die Hoffnung, dass es günstiger wird. Und dann hat man hier unten dieses Erweiterungsfundgrube. Für 50 Euro, da hast du 1, 2, 3, 4, 5. Okay, es sind 6 Addons. 6 Addons hast du drin. Moria, Belagerung des Düsterwalds, Aufstieg Isengards, Reiter von Rohan, Helmsklamm und Mordor. Das heißt, du kannst von Level 50 bis Level 115 spielen. Und dafür lohnt sich der Preis. Huch. Und zwar enorm. Kriegst du immer markiert so. Also das finde ich halt mega cool. Das ist... Das ist gut. so, warte. Dann gehe ich einmal ganz kurz aufs Discord. Warte, einmal. Und... warte, warum kann ich... So, jetzt müsste es gehen. Ja. Hallo! Tag. Na. Ne. So hört man sich wieder. Joa. Ja, das ist definitiv nicht teuer. Nee. Also dafür lohnen sich diese 50 Euro. So, warte. Und Haustier. Haustier haben wir auch noch. Was? 50 Euro. Für die Fundgrube, da hast du 6 Addons in einem Paket drin. Das heißt, du zahlst 50 Euro und hast 6 Addons. Und kannst von Level 50 bis 115 spielen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das mit WoW hat sich bei mir gegessen. Moment. Ja, ich muss hier auch nochmal. Tada, das ist eins unserer drei Kätzchen. Ich habe mal eins der schöneren Fotos für dich rausgesucht. Later. Eins der niedlichsten. Von unserem Jungspund. Unserem kleinen Gizzy. Meiner Meinung nach ist FF14 das einzige MMORPG, das sich lohnt, wenn man auch eine gute Story haben will. Also FF14 ist echt gut. FF14 ist echt gut. Wenn du halt wirklich Herr der Ringe toll findest, also auch die Bücher, es ist ja wirklich eher so an die Bücher angelehnt. Finde ich zumindest. Weil da sehr, sehr viele Parallelen zu sind. Wie man da gerade spielt. Finde ich halt mega cool. Vor allem, weil es halt das einzige MMO ist in der Art. Und das ist halt im Herr-der-Ringe-Universum halt schon echt geil. Aber FF14 ist halt auch mega. Kann ich nicht anders sagen. Es ist das erste MMO, wo ich es geschafft habe, aufs bisherige Max-Level zu kommen. Und das will was heißen. Dass ich das bei einem MMO schaffe. Gut, mit sehr viel Hilfe. Aber ich habe es geschafft. Da bin ich stolz drauf. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Und eine der Hilfe sitzt gerade hier im Puls. mein tapferes Helferlein. Du. Du und Luna wart mit die Ersten. Dera und Mira hast du nachgezogen. Ja. Ich muss ja meine Freunde mitbringen. Ja, stimmt. So ganz allein hier im Irrenhaus. Ja, ohne Dera halte ich es nicht aus. Und Mira ist da, dass Dera und ich uns nicht komplett zerfleischen. Ah, schön. So, jetzt muss ich einmal tatsächlich meins einmal so ein bisschen leiser machen. Ja, das Irrenhaus der Katzen, ja. Ja, nee, das Spiel ist halt schon echt cool. Jo. Vor allem für die Leute, die halt auch wirklich Herr der Ringe mögen. Ja. Also ich war so begeistert, als ich gesehen habe, oh geil, das ist kostenlos. Vor allem früher musstest du halt wirklich monatlich zahlen. Früher war es wirklich, dass du da deinen Monatsbeitrag zahlen musstest. Haben sie irgendwann dann ja auch geändert. Wie einige andere MMOs auch. Und ja. Da habe ich dann gesagt, komm. Das machst du.
Da schlage ich zu, gucke, wie es ist. Und damals hatte ich halt noch nicht die richtige Klasse. Damals gab es aber auch den Runenbewahrer noch nicht. Wie ich jetzt gerade feststellen muss. Das ist meine Lieblingsklasse geworden. Mal sehen, wie ich mich später in Dungeons und Raids mache. Ich weiß gar nicht, wann ich das das erste Mal angespielt habe. Aber ich glaube, da war es dann auch schon kostenlos. Also das ist... Also 2015 war es auf jeden Fall schon kostenlos. Da habe ich es nämlich gespielt. Das allererste Mal. Nee, das ist schon länger her. Da war ich noch in der Schule. Oh. So, keine Ahnung. Ja, 2015 war ich schon raus. Ja, 2015 bin ich gerade aus der Schule raus. Ja, 2000, wann bin ich denn aus der Schule raus? 2013. Ja, wenn du zwei Jahre älter bist wie ich, dann... Ich habe danach ja freiwillig Schule weitergemacht. Also eigentlich seit 2013, jetzt seit 2019 quasi. Weil ich ja noch nachgeholt habe, einiges. Ah. Ja, ey, das war bei meiner... Ja, ich habe eigentlich nur nachgeholt, weil bei meiner Schule die Lehrer mich wegen einer halben Note, weil wir hatten ja A- und B-Kurse, und wegen einer halben Note haben sie mich in den B-Kurs gesteckt. Ich bin in einem Fach, bin ich in den A-Kurs gekommen, weil ich ja zwei A-Kurse hatte. Und in dem anderen bin ich in den B-Kurs gekommen, weil ich ja nur noch einen anderen A-Kurs hatte. Das heißt, deswegen bin ich an dem Realschulabschluss vorbei. Noten waren super. Erweiterter Haupt hatte ich ja anfangs mit 2,4, glaube ich. Mit 2,4. Ich hätte diesen scheiß Realschulabschluss machen können. Nein, den musste ich dann noch nachholen, wegen so einer halben Note. Ja, den habe ich dann nachgeholt. Ich will ja nichts sagen. Ja. Aber ihr beiden seid echt alt. Ey, bin ich alt. Nee, aber sagen wir immer. Ja. 2004. Aber mir wurde auch gesagt, mit 2013 bin ich alt. Wurde mir auch schon gesagt. Wo ich auch nur dachte, so, hä? 2013 geht doch noch. 2004, da war ich gerade ein Jahr lang in der Grundschule. Bin 2003 in der Grundschule gekommen. 2004 ist meine Schwester geboren und 2000 war ich... Scheiße. Zwei, nee, drei. 98, 99, 1. Nee, zwei war ich da. Ach ja. Ja, 2004 kam ich in die zweite Klasse. Ja, aber in der Hinsicht bin ich etwas beleidigend, sorry. Und wurde? Aber es stimmt halt. Ja, ich war 6 und wurde 7. Ja, mit. Doch. Ah, nee. Doch. Doch. Ja. Ich habe ja immer kurz nach Schuljahresanfang, hatte ich ja immer Geburtstag. Das war das Beschissene daran. 36 ist nicht mal jung. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und jetzt sagt nichts Falsches. Wann bin ich? 45. Ich wollte jetzt erst sagen 130. Nee. Ich würde ja mit euch quatschen, aber jetzt seid ihr nicht im PC. Doch! Wir sind im Discord. Steckt. Wir sind nur im Mod-Channel. Du kannst in irgendeinen Voice-Channel reingehen und ich kann nicht reinziehen. Lauf, dann muss ich mal kurz leiser drehen. Das könnte ich machen. Ich muss so herausfinden, in welchem du dann bist. Aber ich glaube, das wird mir angezeigt. Meine ich. Also wie gesagt, finde ich. Einfach FF14 Crew rein, wenn er rein kann. Ja, nee, aber in den Labertaschen-Stream. In den Labertaschen-Talk kannst du kurz rein, dann zieh ich dich rüber. Tada! Hallo! Also. Tag. Vorsicht, da bin ich mal leiser. Weißt du, jedes Mal, wenn ich in den allgemeinen Chat gehe, sehe ich da diese fette Katze mit dem Baguette.
fette Katze. Ich mag fette Katzen. Ja, wenn es so wie man sich fühlt, dann steht das 83 in meinem Namen für 83 vor Christus. Das VC halt. Das ist halt bitter. Alter. Das klingt so hart, ey. Das klingt so mega hart. Oh, ich würde sagen, gut gehalten dadurch. Also, ja. Respekt. So. Wenn du das an die Forschung gerade gibst, ich glaube, du kannst mehr und damit verdienen. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, wie gesagt. Aber es ist wenigstens mein Form in Final Fantasy nicht so langweilig. Sehr gut, das stimmt. Weil du weißt ja, was ich jetzt laufen darf für meine Relikte. Yep. Das weiß ich. Es sieht nicht gut aus. Nicht? Nee. Aber ich habe gerade 18 mal von 60 Alexander fertig. Nee, Bilder. Also die Alter. Nett. Ich mach mal. Den habe ich gerade 4 mal. Ich mache einmal die Kampflautstärke leiser. Ich werde hier richtig angeschrien. Mein Weinstock. Ich baue jetzt einfach selbst Wein an. Dann habe ich, hab ich immer Wein vorrätig neben mir. Immer gut. Ja. Wein, Weintrauben oder Weinreben und Hopfen. Muss immer da sein. Wir haben sogar beides, ne? Wir haben Hopfen und wir haben Wein. Der Wein ist so nicht besonders ertragreich und der Hopfen, die ist ja auch nicht, leider. Wobei, vom Hopfen haben wir Gott sei Dank noch. Ich habe die Adresse, ich komme mal vorbei. Ihr habt doch zufällig noch ein freies Zimmer, oder? Ja, haben wir sogar. Also einmal habe ich hier unten ein Schlafsofa, wir haben einen Wohnwagen, der fährt zwar nicht mehr, aber wir haben einen Wohnwagen und wir haben eine kleine Gartenhütte. Ja gut. Wo ein Mann reinpasst. Ich komme zu euch. Oh Gott, wir werden dich nie wieder los. Wir brauchen keine Kinder mehr, wir haben dich. Hallo? Was denn? Bei den Späßen, die wir immer so sonntags machen? Bei Golfit? Also wirklich? Ja. Ja, siehst du? Ihr, du und Frischers, ihr passt super zusammen. Ich bin dann die Katzenmama und ihr seid das Irrenhaus. Okay. Wobei, eigentlich sind wir ja, ne, gefühlt jetzt Halbbruder und Halbschwester. Ja. Wie wir ja bei dem alten Stream festgestellt haben. Mach das, Masaki. Mach das. Sag Bescheid, wenn du dann soweit bist. Ich glaube, der kann nicht reden. Nee. Wie gesagt, der startet gerade sein PC-0. Oder er ist schüchtern. Nee. Warte mal hier im Stream. Also, okay. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang, da hab ich noch Witcher 1 gespielt. Da kannten wir uns alle noch gar nicht. Da war auch Mappa noch nicht da. Mappa, du kannst da auch noch mitkommen. Du kannst helfen. Betreuen. Und wer betreut das Irrenhaus? Der Hund? Ich? Ich? Was denkst du denn? Also ich natürlich. Aber du darfst gerne mithelfen, Mappa. Hatten wir nicht beschlossen, dass du jetzt die Mama bist? War da nicht was? Wo ist eigentlich mein Pumpratsch? Ich finde Pumpratsch nicht. Mein kleiner Mini-Boss ist weg. Also mein Mini-Gegner. Da ist Pumpratsch. Pumpratsch kommt auf mich zu. Er kommt mir entgegen, er hat mich gehört. Verdammt, du hast es nicht vergessen. Nee, Mappa, ich hab's nicht vergessen. Ich vergesse zwar einiges, aber das vergesse ich nicht. Juhu. Das Thema mit der Mama, das ist jetzt ein Song gebrannt. Ja, das geht doch nicht mehr weg. Mappa ist jetzt die Katzenirrenhaus-Mami. Stimmt, du bist die Oberbetreuerin. Verrückte Katzenlady bist ja du. Ja, ich bin die verrückte Katzenlady. Ich werf immer mit Katzen. Yannick Luca, bist du noch beim Spiel? Jein.
Also eigentlich spiele ich seit 2015. Und als ich Anfang des Jahres mit Stream angefangen habe, habe ich mit meinem Mod und besten Freund ein Char angefangen. Da er aber zurzeit nicht ganz so viel Zeit hat oder halt häufig nicht da ist, habe ich mir gedacht, gut, damit ich unseren Char nicht weiterspielen kann, erstelle ich mir einfach noch einen zweiten Char, also einen Twink, mit dem ich dann halt für mich alleine spiele, wenn ich halt Bock drauf habe. Und das ist jetzt ja so der Neuanfang. Also ich bin so halb neu, so semi-neu. Also ich weiß einiges, aber ich weiß bei weitem noch nicht alles. Ich war zum Beispiel in dem Spiel noch nie in Dungeons oder in Raids. Das wäre zum Beispiel für mich schon mal neu. Und ich habe nie weiter als... Warte, jetzt muss ich ganz kurz die Karte hier rauskramen. Nie weiter als bis hierhin gespielt. Bis hierhin war das Weiteste. Also Level 30 ungefähr. Das war das Weiteste bisher. Also man kann eigentlich sagen, ja, ich bin neu. Obwohl ich schon den Anfang relativ gut kenne. Das, ehrlich, du hast den Zettel hängen, die Katzen nehme ich mit dem Irrenhaus, muss mir noch überlegen. Nein. Ja, das passt schon. Aber nein, ich habe hier auch keinen Zettel. Ich habe einige Zettel, aber nein. Ich merke mir einiges. Nicht alles. Aber einiges. Das, was lustig ist, das merke ich mir. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, da vorne. Er hat gesagt, wenn du jetzt nicht vor kurzem erst umgezogen wärst, wir suchen uns irgendwo, gucken, wo wir alle herkommen, suchen uns in der Mitte einen Punkt, da kaufen wir uns zusammen ein Haus und machen einfach eine WG. Ja, oh, das klingt gut. Spätestens nach 3 Tagen landen wir dann halt wirklich alle unter Klapsa, aber okay. Oh, ich stelle mir das mega lustig vor. Vor allem, ich würde es mir halt auch mehr cool vorstellen, wenn man sich dann halt wirklich irgendwann mal so im Real Life sieht. Ne? Ich glaube, das wäre mega funny. Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Niedersachsen. Ist ja aber auch gerade, ja, Sachsen, das ist ja aber auch gerade wieder der nächste Ort. Niedersachsen, ja. Zwischen Hannover und Hamburg. Irgendwo. Im Niemandsland. Aber wenigstens mal Leute, die nicht aus NRW oder Hessen kommen. Das stimmt. Stimmt, NRW kommen ganz viele. Kaya zum Beispiel. Ja. WB Masaki. WB. So. Die Hälfte eigentlich aus meinem Discord kommt da drüben her. Ja. Hallo? Tag. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Kann ich wieder liegt dann. Nee, eigentlich an meinen Einstellungen kann es eigentlich nicht liegen. Die konnten hier auch alle frei reden. Eigentlich. Eigentlich so. Aber bei euch hatte ich auch nichts anderes eingestellt. Ich kann auch gerade nichts anderes einstellen. Nö. Sind alles. Da ist der Fehler. Ich hab da was ganz leises gehört. Na, ich kann's hören. Ja. Jetzt geht's. Ja. Es war recht leise, aber ja. Ja, mein PC war auf die Boxen eingestellt, während Discord. Nee, andersrum. Mein PC war aufs Headset eingestellt, während Discord noch immer auf meine Boxen eingestellt waren, die ausgestapselt sind. Ja. Yeah. Hauptsache, wir bleiben im Osten. Aber das ist gut. Das ist eine gute Aussage. Mein Herz kann heute nicht singen. Ah, schön. Das ist eine böse Aussage, die mir wieder Kopfkino verursacht. Warum? Ich habe damals mit ein paar Freunden AD&D gespielt und ich war Spielleiter und ja, bla bla und dieses und jenes, da steht...